Wir brauchen dafür mehr Honig. Wir können außerdem noch einen weiteren Weber setzen, um uns mehr Kleidung zu beschaffen. Das Lagerhaus ist voll. Stufe 4. So, Gruppe 3 und dann warten wir jetzt ein bisschen. Schon unterwegs! Der Weber kann ausgebaut werden. Wir könnten noch mehr Schafe dazu ziehen. Wir haben am Bau noch ein bisschen... noch so einen Jagdgrund, der noch nicht erschlossen wurde. Ändern wir das mal kurz. Und hier können wir bestimmt Bäume und... Meint ihr, wir können das Zeug essen? Können wir es heraus. Kommt es auf jeden Fall weg. So ein bisschen Biomüllverwertung. Wir haben keinen wirklichen Nahrungsmangelspiel. Hör auf, mich anzulügen. Dann wiederum doch, wir haben einen gewissen Nahrungsmangel. Wovon haben wir das meiste? Wir haben Getreide bis zum Umfallen und haben diese beiden noch nicht mal ausgebaut. Also kommt noch ein weiterer Bäcker nach hier drüben. Für die Regenzeit brauchen wir halt immer große Vorräte. Außerdem glaube ich, eine weitere Apotheke ist niemals falsch angebracht. Vor allem, wenn wir uns ansehen, welche Ausmaße unsere Außenstadt gerade gewissermaßen annimmt. Hier passt eine hin. Ich habe es gerade gesehen. Gut, gut. Schon unterwegs. Wir nehmen uns noch die letzten Gebiete ein. Schon unterwegs. Sofort. Weil wir es uns leisten können. Verstanden. Weil wir es uns wert sind. Das Herzogtum steht uns jetzt offen. Hi. Ich glaube, ihr habt ich dachte schon, wir hätten einen Tempel gefunden. Das hier könnte übrigens auch der Tempel sein. Aber ich glaube nicht, dass der es ist. Jawohl. Einmal zurück, ehe die Regenzeit mal wieder kommt. Wir haben ein Territorium eingenommen. Und dann suchen wir nach den Gebieten. Mit einem Lied auf den Lippen werde ich für euch in die Schlacht. Standardparameter, okay. Schmiede nach dahin. Tischler nach. So verbreitet sich das wahrscheinlich am ausgeglichensten, wenn wir die alle in eine Position setzen. Halt. Und dann. Kommen drei Kerzenmacher auf die andere Seite. Mit ein bisschen Abstand. Denn jeder kann nur eine Kerze auf einmal auf Tasche haben. Außerdem möchte ich, dass Kerzenkonsum verboten wird. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wir haben 150 Einwohner, das bedeutet, die Apotheken werden jetzt Geld machen können. Sehr gut. Auf euren Befehl! Gut, suchen wir nach dem Tempel. Verstanden! Ich habe die Vermutung, dass es... Nein, nicht...
Wir haben es mit dem Käfig niemals zerstört. Ich hatte die Vermutung, dass es dieses Gebäude hier sein könnte. Übertreiben wir da? Ja, absolut. Oh, sie haben Regen. Verstanden. Schaff es rüber. So. Schon unterwegs. Das Spiel macht auch einen Quicksave. Ich hätte dem Spiel zugetraut, einen Quicksave zu machen, genau in dem Moment, wo er ertrunken wäre. Jawohl. Sofort. Jawohl. Hi. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Unsere Einheiten wurde aufgeklärt. Das ist nicht der Kana-Tempel. Eine unserer Einheiten. Dieses Gebiet könnte es sein. Wo ist der Tempel der Kana? Normalerweise gibt es eine spezifische Kana-Tempel-Ruine. In diesem Fall gibt es sie nicht. Und deswegen habe ich ein bisschen die Vermutung, es könnte dieser Außenposten sein. Aber wir sind doch gerade dran vorbeigelaufen. Dann hätten wir auch eine Rückmeldung bekommen, oder? Befindet sich in der Nähe eurer Stadt. Nun, das grenzt das Suchgebiet nur mäßig ein. In der Nähe bedeutet nicht in. Könnte diese Ruine vielleicht sein? Erreichbar. Ich bin gespannt. Ja, Tatsache, der arbeitet das Zeug ab. Der kann hier ausgebaut werden. Der kann ausgebaut werden. Wir können gerade nichts tun. Es ist halt wortwörtlich nur Regenzeit. Regenzeit lässt sich nichts machen. Haben die inzwischen... Nein, die haben sie mit Kerzen produziert. Ich nehme an... Wurden schon andere Gebäude mit Kerzen versehen? Nein. Aber wir hatten den Konsum verboten, die haben sich trotzdem selbst drauf konsumiert. Möglicherweise müssen wir darauf warten, dass alles mit Kerzen versorgt ist. Wenn das der Fall ist, ausbauen. Okay, diese Ruine hier ist es nicht. Dann einmal hier rüber. Auf euren Befehl. Was um alles in der Welt? Ah, ich dachte, die Hirsche wären alle tot. Ich wollte die Leute schon wieder zusammenbrüllen. Serpentine? Verstanden. Nicht hier, dann einmal hier rüber. Sofort. Diesen Trümmern. Sie sehen nicht sehr tempelig aus. Aber wer weiß. Sie könnten doch hier irgendwo lustig im Wald versteckt sein. Aber das hätte uns... Vielleicht existieren die hier irgendwo, sind aber nicht aufgedeckt. Verstanden! 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 Jawohl! Das kann ich mir vorstellen. Dass die Ruinen existieren, aber nicht aufgedeckt sind. Auf euren Befehl! Hi! Wie ihr wünscht! Alles klar! Wie ihr wünscht! Sofort! Hi! Sofort! Auf euren Befehl! Wie ihr wünscht! Dass sie sich vielleicht erst in die Existenz ploppen, wenn Tordal sich nähert. Sofort! Sofort! Verstanden! Jawohl! Wie ihr wünscht! Sofort! Jawohl!
Okay, wir können Kerzen senden. Ein Karren wurde ausgesandt. Hi, sofort. Hi, schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Da. Okay, das ist gut versteckt. Auf euren Befehl. Schapeau. Alles klar. Alles klar. Und wir müssen den Weg noch mit Straßen freiräumen. Denn wir kommen nicht dran. Nein, da war es Gelände, da war der Weg gerade. Hi! 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 Alles klar! So. Oh ja, das wird ein Gefriemel. Da haben wir ihn. Verstanden! Wie ihr wünscht! Und jetzt? Wir haben es gefunden, kriegen darüber keine Rückmeldung. Ist der Karren unterwegs inzwischen? Der Gütesammler ist noch unterwegs. Oder er ist auf dem Rückweg. Das Spiel Quicksaved. Gut. Verstanden! Jawohl! Hi! Wie viele Kerzen wurden schon verteilt? 11. Ja, ich habe mir gedacht, der Gütesammler ist zurückgekommen. Ohne seinen Kram zu finden. Wir müssen warten, bis alles mit Kerzen versorgt ist. Nun, dann. Dann spricht nichts dagegen, diese Sachen auch ein bisschen härter zu bauen, nicht wahr? Wir brauchen noch neues Eisen. Werden wir. Haben wir es nicht wieder angeschmissen? Wir hatten es da angeschmissen. Arbeitet. Außerdem schmeißen wir die Steine hier mal wieder an. Sofort! Alles klar! So. Auf euren Befehl! Sofort! Denn die interessieren sich nicht für den Konsumverbotenbefehl. Konsumverboten sorgt nämlich dafür, dass Leute nicht rüberkommen können, um sich Sachen abzuholen. Aber die können immer noch die Sachen nehmen und einfach losgehen, um was anderes zu dekorieren. Deswegen funktionieren die nur, wenn alle Häuser bereits mit Kerzen versorgt sind. Es sei denn, wir würden alles einreißen, außer die Kerzenmacher. Dann wird es natürlich gehen. Aber wer will schon so unvorsichtig werden, nicht wahr? Wir können auch wir können auch alles Mögliche weiter zubauen. Um die Nahrungsmittel am Leben zu halten. Hier, Metzger. Was Kleidung angeht, Gerber. Wir müssen warten, bis alles versorgt ist. Alle 38 Hütten. Wir dürfen keine weißen Hütten bauen. Je mehr wir bauen, desto länger wird es dauern. Aber Steinstraßen.
Was haben die Steinstraßen gerade für ein kleines Problem? Dann halt so. Wenn die mit den Weiden ihre Probleme haben, dann beschleunigen wir auf diese Art und Weise. Jawohl! Sofort! Gut. 26 Kerzen sind schon ausgeteilt. Das ist gut. Fehlen nur noch 12. Die Regenzeit kommt, die müssen wir einfach abwarten. Wer ist überhaupt inzwischen arm? Hat sie Bogenmacher inzwischen erwischt? Au. Okay, Sekunde. Steuern runter. In der Regenzeit können die Leute nicht produzieren. Bringt nichts, sie zu besteuern. Die werden dann nur ärmer. Müsste eigentlich übrigens die vier neuen Gebäude sein, die... Ein Teil unserer vier neuen Gebäude müsste es sein. Diese Apotheke ist aus irgendwelchen Gründen arm geworden. Die Kerzen machen es natürlich alle reich. Niemand hat jetzt irgendwas, weil nichts produziert werden kann. Unglücklich. 38 Banner. Okay, alle haben Banner. Das ist gut. 35 Kerzen. Noch 3 Kerzen müssen verteilt werden. Dann haben alle Kerzen. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Aber jetzt muss ich erstmal unsere Wirtschaft von der Regenzeit erholen. Nein, wir haben keine Steine. Steinmetze, arbeitet. Alles klar. Kloster, verkauf mir Stein. Schon unterwegs. Zwei noch, danach können die Kerzen verkauft werden. Gut. Ja, wenn es um vollen Dekor geht, denke ich, wenn es um... Nein, nein, wenn wir den bauen, dann ist unsere Versorgung stärker, aber... Dann müssen wir länger warten. Wir müssen jetzt wortwörtlich nur diesen einen hier abwarten. Und Steuern einfordern. Nebenbei sollten wir bemerkt haben, dass Daru hier gewesen ist. Gut. Jetzt müsste es gehen. Wurde ausgesandt. Bilden uns mehr Bogenschützen aus. Einfach so eine kleine Garnison hier oben aufstellen. Oh, Erzherzogtum. Nein! Was ist...
dein Defekt. Also. Ist es wert, mit einem Lied gewürdigt. Du hast schon gesungen. Das reicht erstmal für den Moment. Alles klar. So, der Karren müsste diesmal funktionieren. Ich sehe schon, der säuft gleich einfach in der Regenzeit. Leben. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ich wusste es. Bäume. Der Feind des Wildes. Der Karren ist unterwegs. Das heißt, wir können jetzt dir den Konsum wieder erlauben. Nicht, dass es jemals eine Rolle gespielt hätte. Eine Eisenmine ist erschöpft. Aber wir haben das Erz dazu auch noch bekommen. Das ist gut. Bevölkerungsplatz geht bereits ganz gut klar. Wir wollen noch einen weiteren Besenmacher aufgestellt haben. Einfach für die Versorgung der Leute hier draußen. Gut. Ein Minenarbeiter. Schnell speichern. Er findet kein Eisen mehr. Den Mitarbeiter müssen wir wieder stilllegen, glaube ich. Der weint ansonsten zu viel. Das ist der Steinmetz. Nicht der Minenarbeiter. Wie viel Eisen haben wir? Mehr als genug für alles, was in den Kopf geworfen werden dürfte. Verstanden. Hoffentlich. Der ist doch gar nicht ausgebaut worden. Schon unterwegs. Jawohl. Gut. Wie ihr wünscht. Ab, vielen Dank. Ich werde euch euren Wunsch erfüllen. Ich bin so vorsichtig mit dir. Oh, vielen Dank! Dank euch können die Siedler zum ersten Mal weiße Weihnachten erleben. Tatsache. Schnee in den Tropen. Das habe ich noch nie gesehen. Die hiesige Biosphäre wird sich davon nie wieder erholen. Die tropischen Kolibris fallen einfach aus den Bäumen. Man kann sie als Dartpfeile benutzen. Von dem Großteil der Reptilienpopulation müssen wir gar nicht erst reden. Die meisten dieser der hiesigen Spezies wissen nicht, wie Überwintern funktioniert. Und wir haben unsere Mission erfolgreich abgeschlossen. Wir hatten eine weiße winterliche Weihnacht. Gut. Das war eine entspannte kleine Karte auch. Verglichen mit der anderen entspannten Karte würde ich sagen, also mit der ersten Karte, wenn ich den kleineren Vergleich direkt ziehen würde, die sind gleich in der Hinsicht, dass sie recht simplistisch aufgebaut sind, unterscheiden sich aber darin, der Trompeter bot in erster Linie einen komplett freien und, ja, sagen wir mal, Schönbau ermöglichenden Aufbau an. Der Aufbau hier war nicht so gut für Schönbau geeignet. Dafür war er fordernder, weil wir mit weniger Platz umgehen mussten und das jährliche Hindernis der Regenzeit hatten. Die Regenzeit, die uns für 2 Monate jedes Jahr unsere Wirtschaft lahmgelegt hat. So komplett. Was durchaus eine interessante Sache ist, die man nicht zu häufig hat. Wir hatten schon an einigen Karten gesehen, dass in der Regenzeit gewisse Gebiete nicht erreichbar sind oder gewisse Rohstoffe nicht verfügbar sind. Wie zum Beispiel Eisenminen, die hinter Wasser liegen. Aber
Wir hatten das noch nicht in Bezug darauf, dass das Lagerhaus selbst, also das Hauptgebäude selbst, komplett abgeschnitten ist. Das war auf jeden Fall eine interessante Runde. Ich war sehr interessanterweise überrascht davon, dass Tordal nicht einfach in jeder Ruine geplatzt ist. Aber was will man sagen, es ist Weihnachtszeit, da kann einem schon was gegönnt werden. Nun gut. Ja, die Banditen waren nur für die Schafe da. Gespielte Zeit, angeblich 4 Stunden 12 Minuten. In Wahrheit kommen wir gerade auf 1,47 ins 48. 193 Siedler, 14 Ehefrauen, 73%iger Ruf, 154 Streikende, alle während der Regenzeit, weil die keine Regenschirme gekauft haben. Wir haben einen Haufen Güter produziert, Ressourcen gesammelt, Güter gekauft, haben wir uns 2 Steine und wir haben uns 30.000 Gold verdient. 121 Alten rekrutiert, 72 besiegt, 5 Gebäude zerstört, keine Söldner angeheuert. Wir haben 2 Banditen, wir haben 2 Bogenschützen theoretisch rekrutiert, einer von uns ist ersoffen, was ein Umstand war. Und wir haben uns das Erzherzogtum geholt, während wir 4-mal gesungen haben. Und das, liebe Gemeinde, war die schneeweiße Weihnacht. In der nächsten Aufnahme, was ist denn die, also das ist der weiße Weihnachtswunsch, was ist die nächste Karte? Die nächste Karte wird sein, so lasst mich schauen, die Flucht. Da bin ich auch schon gespannt. In jedem Fall werden wir dann sehen, wie die weihnachtliche Situation sich da verhält. Bis dahin wünsche ich allen viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Cheerio!